Männer an, zurück bei mir im Bayerischen Outback. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute gibt's den zweiten Teil der Zwillingsburg-Geschichte. Eisenberg und Hohenfreiberg. Heute geht's weiter zur Burg Hohenfreiberg. Auch eine sehr eindrucksvolle Burg, wahrscheinlich sogar die eindrucksvollere von den beiden, weil die einen direkt in der Mitte gespaltenen Hauptturm hat, der wirklich spannend ausschaut. Also da muss irgendwie, weiß ich nicht, was da passiert ist, Kanoneneinschlag oder so, dann ist der zusammengefallen und es stehen halt links und rechts stehen halt noch die Turmwände da. Schaut ziemlich cool aus und ist eine Wahnsinnskulisse, wenn man da durchschaut, wenn man direkt in die Alpen reingucken kann. Ja, die Geschichte zu der Burg ist im Jahre 1418, da hat der Sohn vom damaligen Besitzer von der Nachbarburg, von der Burg Eisenberg, die Burg Hohenfreiberg gebaut. Was für damals eigentlich schon eher so ein Neubau war, weil die Burg eigentlich so gebaut worden ist, wie man 200 Jahre ältere Burgen gebaut hätte. Das ist das Besondere an der Burg. Die weitere Geschichte ist halt wie bei der anderen Burg, dass 1646 wurde die Burg dann selbst in Brand gesteckt, damit sie nicht den, genau, Franzosen in die Hände fällt. Wie ich schon gesagt habe, verstehe ich. Das Video ist wieder ein mit Musik unterlegtes, unkommentiertes, reines Impressionen-Video. Ich hoffe, die Art und Weise gefällt euch. Viel Spaß bei dem Video. So, und jetzt geht's noch rüber zur zweiten Burg. Ein bisschen gemütlich durch den schattigen Wald. Es sind nur 300 Höhenmeter. Fast. Thank you.
Sackgasse verließ.
Ja, das war's mal wieder aus dem bayerischen Outback. Ich hoffe, das ist ein Format, was euch gefällt. Ist halt ein bisschen was anderes. Sind halt bayerische Natur-Lost Places, also keine Fabrikhallen oder irgendwelche alten Bahnhofsdinger oder sonst irgendwas. Finde ich nicht so wirklich spannend. Ich finde diese richtig alten Sachen deutlich interessanter. Und wenn es euch auch gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch. Wenn es euch nicht so gut gefallen hat, freue ich mich auch über einen Daumen hoch. Hinterlasst mir Kommentare, damit ich weiß, ob ich mit so einer Videoreihe weitermachen soll. Und ansonsten bis zum nächsten Video.